Und damit herzlich willkommen zur Mission 60 im aggressiven Kreuzzugmarsch Schlangenstrom. Und es wird Zeit, die Armbrüste auszupacken, denn revolutionär versuchen wir uns mal in der außergewöhnlichen Idee, unsere gesamte Wirtschaft aus Armbrüsten zu bauen, also auf Armbrüsten aufzubauen. Und ich weiß, das ist wirklich was sehr weit hergeholt ist und das letzte Mal, dass ich das probiert habe, muss wirklich ewig her sein, ich kann mich kaum erinnern, aber wir versuchen den Spaß einfach mal. Und ja, Merry Crossbowmas zum kleinen Hinweis, während ich das hier aufnehme, ist gerade der 23. Dezember, ich nehme ja gerade für die Weihnachts- und Silvesterzeit auf, also wirklich kurz vor Weihnachten. Wenn ihr das Video seht, müsste es eigentlich der 1. Dezember, würde ich schon sagen, ja, Zeit zurückgedreht einfach mal, müsste eigentlich der 1. Januar sein, also wirklich direkt nach Silvester, dann mal frohes Neues an euch alle, ja, neues Jahr, wir gehen gleich mal mit Armbrüsten und guten Vorsätzen ins neue Jahr anscheinend. 2000 Gold, ich gewöhne mich, glaube ich, am besten auch gar nicht an eine andere Stadtgoldzahl, aber ich glaube, das ist ja wirklich, das ist ja nicht umgeändert, das ist ja beim Standardkreuzzugmarsch, glaube ich, auch so von den Einstellungen, ist ja nur die Map, die verändert wurde. Und dann, na gut, und die KIs natürlich. Gut, dann würde ich sagen, starten wir rein. Also. Unsere Strategie haben wir letztes Mal schon besprochen. Die sehr, sehr weit hergeholte. Ich meine, wir haben doch so viele Alternativen. Warum unbedingt Armbrüste? Ich weiß nicht. Ja, Holz ist natürlich ein kleines Problem, aber wir haben ein paar Olivenbäume hier. Die könnte ich einfach wachsen lassen. Da könnte ich mir für den Anfang des Spiels mein Holz da unten holen. Ihr könnt das mir eine richtig schöne Lieferung und lasse das Holz in meinen Hinterlanden schön wachsen und gedeihen. Und ich muss dann auch ein bisschen Platz zum Atmen lassen, das ist auch wichtig. Ein gutes Holz braucht eben seine 5 Minuten Ziehzeit. Mindestens. Pro Baum. Ihr könnt auf uns zählen. So, machen wir einfach mal ein bisschen hier. Machen wir auch einfach mal ein paar Jägerstände, aber... Haben wir überhaupt Neues? Mal ganz kurz, ich möchte mal kurz schauen. Haben wir Wild in der Nähe? Ja, ganz da unten beim Emir. Ah, alles klar. Nicht. Wir haben aber wirklich, wirklich überhaupt nichts. Haben noch nicht mal Rehe sind hier. 1, 2 Bäume. Ich glaube, einmal Stein zu Hause haben wir. Fortsetzen. Stone at Home. Ja, nur einmal. Und das war's. Jawoll! Ja, wirklich, hier passt sonst nirgendwo was hin. Es ist gut so. Von mir aus können es ein paar Jäger mal versuchen, ob sie irgendwas finden. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Macht euch aber nicht zu viele Hoffnungen, Leute. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Das wird alles nur enttäuscht. Ich möchte schon mal gesagt haben. Wir holen schon mal Bier ran. Hier Hopfen, dass wir zu Bier machen. Wir benötigen Holz. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. So, so. So, so. Ah, ich sollte nicht zu weit hier unten zubauen. Das mehr sollte ich gar nicht machen als das. Ich muss irgendwie hier die Waffenindustrie hinbauen. Wir benötigen Holz. Und jetzt heißt es wirklich Crossbow-Zeit. Ich meine, die Emire starten mit 400... Ja, 400 Gold, das wäre schön. 4000 Gold. Das heißt, es ist gar nicht mal so viel, dass die jetzt gleich von Beginn an hier übelst... Hier könnte ich mal vielleicht ausnahmsweise, wenn ich wirklich schaffe, zuzumachen, was ja wahrscheinlich der Fall ist... Ja gut, ein Torhaus werde ich trotzdem brauchen. Ich muss irgendwie raus. Zumindest jetzt meine Holzfälle erstmal. Von daher mache ich trotzdem ein Tor aus hin. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich mal mit Treppen arbeite. Aber hier bietet sich's mal wirklich an, eben was anderes zu tun. So, Crossbows, Crossbows, tralalalala. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, bis meine Holzfälle die ersten Holzlieferungen bringen, könnten ein paar Jahre vergehen. Von daher müssen wir uns jetzt schon mal auf die ersten Armbrustlieferungen verlassen. Die schenken können wir da oben hin. Von den Bäumen erwarte ich eh nicht so viel Wachs. Ich meine, sie könnten sich schon ein bisschen verbreiten, so ist es nicht. Von daher lassen wir den trotzdem ein kleines bisschen Platz. Ich mache schon mal 3 Stück, weil ich schon von 90er Bevölkerung ausgehe. Wichtig. Kommt er durch? Der kommt durch. Jawohl. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Das ist mein Junge. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So, wir werden überfallen. Ach ja, weil das ja alles noch im Emir-Bereich ist. Das ist so desolat hier. Selbst die Außerrandgebiete, wo ich was holen könnte, ja, selbst da kann ich nirgendwo was bauen. Alles klar. Dann eben nicht.
Erstes Bier ist dann okay, das kommt dann der Rauch rein, um die Nahrung zu ersetzen. Aber genau deswegen, weil ich wahrscheinlich keine Nahrung haben werde, werde ich auch keinen negativen Angstfaktor wirklich machen können, weil ich muss das ja irgendwo ergänzen. Außer ich kaufe unbedingt Weizen, um dann Getreide, aber das lohnt sich nicht wirklich. Dann möchte ich ohne Steuern auskommen Armbrüste verkaufen mit normalem Angstfaktor. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Komplett ohne irgendwas. Ich könnte vielleicht noch eine Kathedrale hier hochbauen. Aber das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle. Hier müsste ich vielleicht auch noch zumachen dann. Ich meine, da hinten ist Eisen und Stein, ja, aber das ist ja nie im Leben zu verteidigen. Okay, ja, ich meine, sehr viel kann ich jetzt gerade nicht mehr machen, ne? Der Anfangsaufbau steht, die ersten Armbrüste kommen rein. Ich hoffe, ich werde die ersten noch nicht brauchen. Ich nutze die ersten erstmal, um noch weiter auszubauen und zu expandieren und das Armbrustgeschäft weiter laufen zu lassen. Der Armbrustrubel muss rollen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Auch das bisschen Pech bringt auch ein kleines bisschen Bonus, ist okay. Nur mal trotzdem schon mal ein kleines bisschen Harnisch, um im Notfall dann die ersten Armbrustschützen zu machen, weil ich glaube, der Emir wird trotzdem nicht so lange auf sich warten lassen, auch wenn der noch ein bisschen braucht. Ein bisschen Startzeit müssten wir haben. Ah, wir haben noch Holz da, dann kommt noch Holz zurück. Bier kam genau rechtzeitig. Ideal. Ich kann hier und da mit den Steuern ein bisschen hin und her spielen. Zwischen plus 1 und minus 2. Mal gucken, ich darf bloß nicht vergessen zurückzustellen. Okay, auf die Weise kommt doch gut ein bisschen Geld rein. So, die ersten paar Armbrüste weg. Dann hätte ich gerne nochmal meine ganzen Ersparnisse fürs Alter ausgegeben. Ich möchte gerne wirklich meine Lebensversicherung auflösen, um mir meinen Turm leisten zu können. Dankeschön. Ich hatte keine Wahl. Eure Beliebtheit sinkt. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Nein, Beliebtheit, aufhören. Ja, das, oh Gott, die sinkt so langsam. Schneeflöckchen. Ja, ist ja gut. Okay, Achtung! Randa? Achtung! Gegen Emir sind, glaube ich, Armbrüste immer gut. Eigentlich wäre die Idee ja sogar wirklich mit positivem Angstfaktor, weil eben es macht schon einen großen Unterschied, ob du berittene Bogenschützen one-shottest oder nicht. Das verdoppelt fast effektiv die Kampfkraft. Ja gut, nicht ganz Verdopplung. Gerade für den Beginn hätte ich vielleicht wirklich ein bisschen Eisen machen können. Für die ein, zwei Lieferungen hätten vielleicht reinkommen können. Oh, nee. Ich traue mich nicht hinzubauen. Ihr könnt das nicht dort. Ah, jetzt geht ein Kind rüber. Jetzt muss man ein Zeitfenster war. Platzieren, my Lord. So, jetzt in diesem danke. Gebäude gibt es keine Arbeit. Aber ja, wie gesagt, positive Angst, dann könnte ich sogar ein bisschen Steuern erheben. Dann hätte ich Steuern plus Crossboss. Die Crossboss wären natürlich nicht ganz so schnell und effektiv gemacht. Es werden Waffen benötigt, Sire. Und los! Okay, da. Wir benötigen Holz. Da. Holz. Habe ich noch kein Holz? Ich dachte, da kamen die ersten. Oder habe ich das alles schon verbraucht? Das kann sein. In dem Fall habe ich nichts gesagt und gemacht. Euer Gnaden? Wie können wir helfen? Euer Gnaden? Gesagt und gemacht. Wir benötigen Gold. Ich glaube, Jagdgut kam noch keins rein, ne? Das ist ziemlich jagdschlecht. Hat irgendeiner von euch schon was? Geht zur Arbeit auf der Jagd. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Aber es kommt Holz ins Haus. Ja, ich will mir überlegen, ob ich sogar hergehen will und hier noch ein kleines bisschen Abfall. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Das ist aber Abfall. Wow. Also, wir sind wirklich weit und breit. Hier ist es zwar grün, aber das ist nur scheingrün. Hat jemand einfach die Wüste angemalt? Das ist einfach so mit grüner Farbe durch. Einfach und hat die ganze Wüste lackiert. Voll der Prank, ey. Sire, Belagerungsgeräte bemannt. Sire, wir brauchen Sire.
In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. So, da hinten kann ich auf jeden Fall noch was hinbauen. Da vorne kann ich noch was hinbauen. Aber wir haben noch Platz für Armbrüste. Da passt noch was. Da geht noch was. Ja, dann brauche ich erstmal noch 50.000 Gold für den nächsten Turm. Minimal übertrieben um 1-2 Prozentpunkte. Ja, alles gut. Was? Ach so! Da war ein Baum im Weg. Der jetzt, wo der weg ist, kann ich da was hinbauen? Oha, was soll ich mit dieser gewaltigen Fläche machen? Eine Käserei für Harnische. Ich brauche hier damit was mit Nahrung zu machen. Ich meine, ganz schön, dann dass der Hopfen, aber komm, das kaufe ich jetzt einfach ein bisschen zu. Da ist mir doch lieber, dass ich Harnische machen kann, statt die immer zuzukaufen. Ich glaube, da spare ich am meisten Geld mit. Im Endus Effectus. Ich weiß eigentlich effektiver die Harnischmacher näher am. Wir benötigen Gold. An der Waffenkammer zu haben, aber das möchte ich alles für Pfeilmacher, für Armbrustmacher hier. Reservieren den Platz. Oh mein Gott! Da hat jemand Fleisch geholt! I'm totally out of a house. Das ist ja Wahnsinn. Ihr seid der drittgrößte Herrscher. Speichern. Okay. So, jetzt müssen wir langsam mal kurz wieder zurück. Pendeln. Fließt in die Schatzkammer, Sire. Rein theoretisch hätten es sogar zwei Schenken erstmal getan. Jetzt brauche ich mal nichts mehr zukaufen. Eine Kathedrale auf kurzer Lang zu machen, wäre auch noch eine Idee. Oh, da kommt die große Holzkarawane. Ich gehe noch mal ganz kurz auf Nummer sicher. Nee, es ist nur ganz da hinten. Ja gut, wie gesagt, jetzt im Nachhinein. Ja, ich hätte davon ein kleines bisschen was holen können. Je nachdem, wie die Angriffe auch stattfinden, könnte man das hier vorne vielleicht auch halten. Aber alles so ein vielleicht, denn hier kann man höchstens mit ein paar Türmen irgendwas abdecken. Also ein paar kleinen Türmen. Und wenn der Katapulte kommen, ist es mehr Stress, als es wert ist, da vorne die paar Eisenminen zu halten. Nope, 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 nope. Es werden Waffen benötigt, Sire. Waffen geschultert! Da oben sind ja auch Bäume. Wenn die gefällt sind, passt da vielleicht auch nochmal was hin. Dann würde ich da vielleicht einfach nochmal eine Hopfenfarm hinmachen, weil eine Getreidefarm, dafür bekomme ich gut okay. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht mit halbem mit ganz negativem Angstfaktor und halben Ration könnte ich es vielleicht schaffen, dass das ein bisschen eine aufstehende Nahrungswirtschaft hat, aber. Nee. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bereit, eure Lordschaft. Okay, wir haben Holz im Haus. Das ist gut. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So, dann. Ihr habt nicht genügend Gold. Easy. Gehen wir mal ganz kurz durch. 5 Steine, 70 Gold. 35, 7, 49. Knapp 500 Gold. 490 Gold für einen Turm. Easy. Das bezahlt sich ja quasi von selbst. Vor allem, wenn der Turm nicht hinpasst. Na gut, da gibt es eine Möglichkeit, dass. Komm, ich mach's sogar mal. Ich bin mal wieder der symmetrische Boy. Eure Beliebtheit steigt. Wir haben nicht genügend Steine, my Lord. Dafür müssten wir aber halt hergehen und einfach alles zukleistern. Was mich wieder 500 Gold mehr kostet. Jawohl. Was tut man nicht alles? Wir benötigen Jetzt passt Steine. Hin. Wunderbar. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Wieder zurück damit, bitte. Ich dachte gerade, ich hätte Steinlieferung bekommen, wollte ich mal sagen. Hey, was, jetzt hat sich gerade so angehört, dass wir in Steine reingekommen. Ich war gerade mal wirklich kernverwirrt. Euer Gnaden. Wer will denn daher? Komm. Aha, oh Gott, schon Streitkommenkämpfe. Achtung! Zur Stelle! Nee, tut mir leid, wir haben geschlossen. Gut, wir haben noch nicht geschlossen. Ich muss dann auch nach da oben zumachen, ne? Also ist da überhaupt wirklich offen? Kommt man da überhaupt wirklich lang? Wahrscheinlich so ganz knapp am Rand irgendwie. Das wäre dann spätestens sehr. Oh Gott, die Holzfällerbrigade, macht sie fertig! Ey, das ist
Das sind die Helden. Helden von Erdbeerfelden, einfach nur. Speichern. Okay. Achtung! Achtung! Ein paar mehr Crossbows. Ein paar mehr Crossbows. Und, ach stimmt, noch ein paar mehr Crossbows. Ich hab beinahe vergessen, Entschuldigung. Eine Nachricht vom Emir. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug geduldet. Es ist Zeit, die Schweißfliegen zu verjagen. Crossbows, Crossbows, tralalalala. Wir haben noch nicht ganz zugemacht. Aber dafür sind ja die Lanzenträger da. Damit sich's reimt. Ja, da haben wir die Katapulte. Aber bis jetzt tatsächlich noch keine Störkatapulte. Okay, wenn es keine Störkatapulte gibt, dann hätte man vielleicht die Insel davon erhalten können. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Ah, die zerhackt es. Ich gehe mal auf Nummer sicher, dass man da hinten nicht durchkommt und buddel da einfach mal weg. Ich buddel dich weg, Junge. Einmal hier. Na, das kann man nichts machen. Ach, die Meuchler sind gegen meine Holzfäller-Boys am Kämpfen. Nice. Haltet den mal bitte auf. Der macht mir mein schönes Baumeister-Gedönskirchen-Gebäude kaputt. Hm. Ah, kein Hopfen, my lord. Oh ja, ja. Kommt ein bisschen was. Da ist schon wieder einer verglitscht. Ach, geh doch. Na, Mann. Es werden Waffen benötigt. Und los! Eine Nachricht vom Emir. Ein Donner! Hast du ein Unheil? Diese Furt hier zu haben ist auch viel besser als der Sumpf, weil bei der Furt ist das mit der Treffsicherheit der Ambusschützen in Bewegung nicht mehr so schlimm. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner! Was für ein Unheil! Das wusste damals auch schon Henry Furt. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Okay. Ein bisschen reparieren. Sire. Heile, heile, heile. Ja, bitte. Waffen geschultert. Also, die Holzfäller, die machen echt ziemlich lange einen guten Job. Nee, ich glaube, da kann ich noch so lange drüber hovern. Die Hoffnung. Hier unten kommen jetzt echt ein paar Bäume zurück. Dann könnte ich ja wirklich sagen, vielleicht mache ich hier so ein Holzfäller hin, das so dazwischen ein bisschen hin und her pendelt. Hier, die wachsen ja nur auf Nicht-Oasenboden. Das heißt, die werden sich nur hier unten weiter ausbreiten. Und dann natürlich... Eine Nachricht vom Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles. Die Bäume hier breiten sich auch ein ganz kleines bisschen aus. Gute Frage, ob ich das nachhaltig hinbekomme, eventuell mit einem Baum. Bin zur Stelle. Was tut man nicht alles? So, wir machen mal einen Quotenlanzenträger machen. Heute gibt es keine Arbeit, Sire. Wie gesagt, ein Holzfäller mit ein bisschen Abstand, dass der auch Bäume nachwachsen lassen kann, wäre ganz nett. Ihr könnt das nicht dort. Dann haben wir so ein kleines bisschen Holzproduktion hier, die nicht so schnell versiegt. Das ist schon mal was. Und da hinten könnte, glaube ich, ein Holzfäller auch halbwegs gut für uns Dinge tun. Wir benötigen mehr Gold. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, und dann würde ich sagen, mach mal... das sind Armbrüste. Jawohl. Ich kann mir ein bisschen was leisten. Mir wurde übrigens versprochen, dass es irgendwann mal eine Mission gibt, bei der man viel Stein hat. Ich bin mittlerweile echt am Überlegen, ob ich dann prinzipiell einfach gar keinen Stein abbaue, weil es mir schon wegkonditioniert wurde. Das wurde mir einfach komplett... Mein Steinabbauverhalten wurde mir wegrationalisiert. Stein? Jetzt sowas gebe ich mir doch nicht mehr ab.
Meine Vorfahren fanden Stein vielleicht noch schön, aber ich bin komplett auf noble Armbrüste zurückgestiegen. Speichern. 20 Jahre in Eichenfässern gereift. Achtung! Es werden Waffen benötigt sein. Bereit zur Stelle. Achtung! Und los! Ihr könnt auf uns zählen. Lanzenträger, hier drüben ist dicht, hoffe ich mal. Oder kommt mir irgendwie rüber? Rücken aus. Kommt man nicht, alles klar. Ich bräuchte vielleicht trotzdem irgendwas dafür. Komm, stell dich, die Bogenschützen könnte ich da einfach mal hinstellen, für den Fall, dass da Leute aufbuddeln wollen. Man weiß ja nie. Frau für gewöhnlich auch nicht. Oh, das ist ganz cool. Dieses bisschen Käse, was reinkommt, reicht immer wieder aus, um die Beliebtheit weit genug wieder nach oben zu bringen. Und ganz ehrlich, mehr als diese Harnische zum Produzieren von Armbeschützen brauchen wir eigentlich nicht. Gut, ich habe jetzt vorhin dazu gekauft, aber das war so aus Notfallgründen. Das passt eigentlich so. Aber jetzt können wir schauen, was wir hier loslegen, was die Wirtschaft angeht. Und dann können wir mal überlegen, was wir denn eben hier eigentlich angreifen wollen. Schwertkämpfer sind nach wie vor eine sehr gute Wahl, wegen den ganzen Bogenschützen. Er hat aber auch leider Feuer, aber eigentlich nur Feuer im Sinne von Pechschüttern. Also der Emir ist ja quasi ein arabischer Richard, wenn man so will. Nachricht vom Emir. Meine Dattelfelder vertrocknen. Meine Kanäle werden immer dürrer und ihr. Und zumindest kann ich etwas gegen Saladin ist eher der arabische Wolf, wenn man so will. Die Holzfäller kommen wieder. Alter, es ist einfach die Chat-Brigade. Das ist unglaublich. Wer braucht schon Nahkämpfer, wenn er Holzfäller hat? Die machen alles. Wenn die jetzt auch die Katapulte zerlegen, ich lach so dermaßen. Aber gut, nee, die werden jetzt von den Streitkämpfern aufgehalten, oder? Oder kommen die gleich ein bisschen außenrum? Komm, Holzfäller, go, go, go. Nein. Oh. Das wäre so geil gewesen, wenn die jetzt einfach rausgehen und einfach das Katapult so lange anstarren, bis es in Flammen aufgeht. Alter, wie viel da auch rauskommt. Die lassen die auch in Ruhe? Ich mach noch mehr. Das ist lustig. Ihr könnt das nicht dort platzieren, so krieg ich auch mehr Steuern raus aus dem. Mehr Nahrung krieg ich eh nicht. Meine drei Schenken sind eh schon platziert. Ich möchte mehr Holzfäller. Raus da! Angriff! Holt sie euch! Und vielleicht kriegen wir hier und da auch ein paar Bretter mit dabei. Weißt du, du baust richtig viele Holzflitten und du willst nur als Nebenprodukt, dass da überhaupt Bretter draußen stehen. Hauptsächlich geht es hier darum, diese Chats in den Nahkampf zu schicken. Kommen die da noch durch? Die kommen da durch. Interessant. Das hätte ich auch schon allein meinen Leuten merken sollen. Ein erträglicher Verlust. Jetzt sollte eigentlich zu sein, ne? Der Bergfried ist komplett. Da sagt er was. Ich glaube, er hat recht. Es werden Rekruten benötigt sein. So, ich meine, okay. Was Schwertkämpfer angeht, können wir einfach mit arabischen Schwertkämpfern arbeiten, ne? Da muss ich wenigstens keine Waffen für machen, für das ich Eisen bräuchte. Nee. Eisen, sowas gibt's hier nicht. Aber ich könnte hier hinten nicht. Hier wachsen eh diese Bäume nicht nach, ne? Das heißt, ich könnte wirklich einfach hergehen und meine Armbrustproduktion weiter in die ungeahnten Höhen treiben. Jawohl! Ihr könnt das nicht dort platzieren. Vergesst das in der letzten Folge von wegen Meister Armbrustexporteur, oder wie ich mich genannt habe. Das hier ist Armbrustexport auf Meisterniveau. Also da kommt echt ein bisschen Holz zusammen, das ist ja nice. Ran da! Wir werden aber auch aus irgendeinem Grund in Ruhe gelassen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich wette, sobald ich eine Eisenfarm da mache, schon wirklich in Negativzeit. Also der Emir wird so effektiv das Ding zerreißen, dass das quasi Raumzeitkontinuum sprengt und die Eisenmine wird schon zerstört, bevor ich es überhaupt gebaut habe. Das ist so Schrödingers Eisenmine. Das Ding ist gleichzeitig zerstört und nicht zerstört, während ich es aufbaue. So läuft das. Deswegen mache ich das gar nicht erst. Ich baue keine Front-Eisenminen und Steinbrüche mehr.
Ich hab zu oft auf die Finger bekommen. Ich bin jetzt langsam der pavlovische Hund. Ich sehe Frontsteinbruch. Und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Okay, das ist ein bisschen schlechter Vergleich. Aber ja. Sire, Waffen geschultert. Okay, ja. Ja, da kommt echt ein bisschen Holz zusammen. Ich bin stolz. So, Beliebtheit geht jetzt wieder langsam ein bisschen runter. Will ich auch irgendwie, muss mein Gehirn nicht realisieren, dass man nichts bauen kann. Irgendwie will ich unterbewusst immer was hinbauen. Oh, es geht nicht. Nee, wir können sich auch gut meucheln lassen. Andererseits sind ziemlich viele Bogenschützen. Beim Emir könnte man eigentlich mit einem Belagungs... Mit vielen Schwertkämpfern ist es auch ziemlich gemein, weil die werden mir ziemlich schnell zerquetscht, aber das würden alle Truppen hier. Also ich mache jetzt mit Brit den Bogenschützen alles platt. Wir können eigentlich mal auf 90er Tempo gehen. Also diese Mission, ich merke schon gerade, ist nicht wirklich schwierig in der Hinsicht. Okay, sie ist vielleicht wirklich schwierig, wenn man nicht Armbrüste macht in Massen. Weil ansonsten bist du ja wirklich gearscht, was Ressourcen angeht. Waffen benötigt sein. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung und los! Im Laufschritt! Waffen geschultert! Eine Nachricht. Los, Holzfäller! Angriff! Und zumindest kann ich etwas gegen euch unternehmen. Wisst ihr, einzige Möglichkeit, wie ich mich je sehe, diese Multiplayer, die kompetitive Multiplayer-Strategie zu machen, mit den, dass man so an die 100 Wasserdrücke baut, um dann schnell Truppen zu rekrutieren. Das mache ich einfach, um eine Armee aus 300 Holzfällern einfach mal instant zu rekrutieren. Einzige Möglichkeit, wie ich sehe, dass ich mal sowas mache, ist einfach für den Holzfäller-Chat spam. Die alle gleichzeitig da rauskommen und einfach so einen Angriff, so eine Schwertkämpfer-Armee vom Emir wegflexen. Jawohl, die werden im Nahkampf gebunden. Die werden halt auch ignoriert, weil Fernkämpfer priorisierte Ziele sind. Von den Briten Bogenschützen. Die gehen da halt wirklich durch. Die machen auch wirklich bald die Katapulte hier kaputt. Das ist eine Leistung. Aber ich kann ja Armbrustschützen mit arabischen Schwertkämpfern kombinieren. Das ist auch etwas, weil die sollten auch eine ähnliche Laufgeschwindigkeit haben. Ich meine, das ist ja auch so mit arabischen Schwertkämpfern und Pikinieren. Und Pikinierer und Armbrustschützen sind auch sehr ähnlich. Von daher könnte ich da eine Kombination mal machen. Oh, das ist ein bisschen knapp. Wir gehen mal zurück. Das war jetzt ganz knapp ausgemacht. Wenn ich jetzt noch eine Kathedrale bauen würde, dann hätte ich das genau, dann könnte ich dauerhaft die Steuern so halten. Dann müsste ich nicht hin und her switchen. Ich meine, jetzt könnte ich eine da hinten bauen, ne? Ich meine, jetzt brauchen wir den Platz da hinten nicht mehr so wirklich. Ja komm, ich mache eine. Jetzt könnt ihr auch mit Menschen arbeiten. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Bis 2 bewirkt zumindest, wenn ich auf 100 bin, dass ich genau auf 0 bleibe. Da habe ich dann zwar keinen Puffer mehr, aber das reicht ja. Ein erträglicher Verlust. Was da hinten an Bäumen gewachsen ist, das ist ja unglaublich. Aber aktuell, es werden halt wirklich... Es kommt keine Katapulte. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass so viele Störkatapulte kommen, dass alles davon zerschossen wird, prinzipiell. Aber es kommt wirklich gar keine. Oh, jetzt ist meine Wirtschaft schon aufgebaut. Jetzt brauche ich auch nichts mehr. Ne. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten. Okay, jetzt werden mir langsam so viele Holzfäller zerschossen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Dass ich ein bisschen meine Probleme habe. Ihr habt nicht genügend Güter. Zu rekrutieren überhaupt. Waffen benötigt, Sire. Hä, ist mir mein. Ihr könnt haben die mir mein. Platzieren, oh, ist das lang kaputt gemacht? Habe ich das irgendwie tot abgerissen? Ich würde nichts ausschließen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten. Ich meine, mit den Armbrustschützen und ja, mit der Kombination könnte ich hergehen. Wahrscheinlich die Türme säubern ziemlich gut. Benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Es werden Rekruten benötigt. Wahrscheinlich auch keine Schilde für. Ich gehe einfach mit denen her und mache einfach einmal leer. Da vorne frontal, mach frontal auf und stürme durch. Maulei. Ich versuche gar nicht erst komplett außenrum zu säubern. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht eine Nachricht vom Emir. Gar nicht so anstrengend, das alles.
Da lässt du gefälligst meine Holzfäller in Ruhe. Die machen hier nur ihren Job. Also Holz geht's echt gut. Es werden Waffen benötigt. Total verrückt. Speichern. Okay, ich habe ja eigentlich gesagt, ich habe genug Harnische. Das war gelogen. Hihi. Ich hätte gerne doppelt so viele. Und noch ein paar Armbrüste. Wir brauchen mehr Geld. Oh. Du wirst mal kurz aufhören. Die Bäumchen brauchen eine Pause. Es werden Waffen benötigt. Bereit, eure Lordschaft. So, jetzt können wir wieder Steuern machen. Jetzt hätte ich den auf Null. Meine Kanäle werden immer dürrer und ihr? Und zumindest kann ich etwas gegen euch unternehmen. Emir, du wirst keine Chance haben gegen meine mächtigen Holzfäller. Holt ihn euch! Angriff! Das Latten-Sonderkommando gibt sich ins Jenseits. Ach, das ist schon wieder die Seite offen. Mann! Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange genug erduldet. Tut mir leid, ihr müsst alle das Tor benutzen, damit die alle weggemäht werden aus dem Torhaus raus. Alles klar. Oh, ich hab schon gar keinen. Ich hab. Ah, die sind gerade kaputt gegangen. Oh. Oh Gott. Alter, die Holzfäller. Selbst bei ihrem Tod, im Flammentod, nehmen sie noch Gegner mit. Die Typen einfach nur. Nichts da, wo ist eure Burg? Ja, die ist doch direkt. Okay, es ist nicht wirklich eine Burg. Ja, er hat schon recht. Da kann ich nichts für, ich habe keinen Stein. Ach, sei ruhig. Waffen geschultert. Unmögliches Ziel. Bereits eure Gerät. Oh Mann. Emir. Zur Stelle. Belagerungsgeräte bemannt. Nein, Emir. Aus. Gleich die Feuerballiste, bitte. Ich möchte kein Risiko eingehen. Meine schöne Armbrustproduktion darf nicht brennen. Speichern. Okay. Ja. Es werden Waffen benötigt sein. Und los! Sire, Waffen geschultert. Bereit, eure Lordschaft, zur Stelle. Ein bisschen was zur Heilung aufzustellen, ist natürlich auch eine Idee. Es werden Waffen benötigt, Sire. Das ist eigentlich die Zeit direkt nach dem Angriff. Ich könnte fast mal vorstoßen. Aber ich habe noch nicht genug Truppen. Achtung! Ihr habt nicht ich habe noch nicht genug Truppen. Ich erwarte noch Verstärkung von. Genug. Es werden Rekorde. Das ist doch gerade ein Cosplay. Achtung! Mustahil! Mustahil! Vorwärts! Wie können wir helfen? Das wäre eigentlich so cool. Stell dich mal vor, es gäbe wirklich so eine Stronghold Convention. Und dann werden so Cosplayer von den vier Herzogen da. So 1:1 auch mit den, also Ratte und Wolf mit ihren Rüstungen, exakt so. Schlange und Schwein sind, glaube ich, noch am ehesten die günstigeren Cosplays, weil bei Ratte und Wolf brauchst du wirklich richtige eiserne Rüstungen im Idealfall. Bei Schlange eigentlich so ein bisschen einfach so ein adligen Gewand zusammen mit der Augenklappe, das geht eigentlich noch. Wenn man sich den Rest noch so macht, den Bart und den Haarschnitt und alles Mögliche. Schwein? Ja gut, da muss auch die Körperstatur passen. Es werden Waffen benötigt, Sire. Da habe ich einfach so vier Leute, die so richtig, richtig ähnlich sehen. Einfach so. Das hätte was. Und los! Unerreichbar, Sire! Maulai! Wir benötigen mehr Gold! Ah!
Es werden Waffen. So, mittlerweile haben wir ein paar Truppen, würde ich sagen. Sammeln wir mal unsere Angriffs. Kappa, sie töten. Ich kann ja auch mitziehen. Ja, komm, ich kann ja auch Belagerungsgerät noch mitmachen. Ein Belagerungsgerät. Ja, am besten nichts, was Stein verbraucht. Aber Feuerballisten wären eine Idee. Damit könnte ich auch ziemlich gut dann da vorne räumen. Beziehungsweise, ich warte, bis die Armbrustschützen den vorderen Bereich hier geräumt haben. Dann würde ich mit den Feuerballisten. Obwohl, da hinten wird er eh geschossen. Schauen wir mal. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ich glaube ja, dass die Mangen mir wirklich verdammt viel zu schießen werden. Euer Gnaden? Ihr nach dem nächsten Emir-Angriff von dem unseren. Diese Einheit auszubilden. Bereit, eure Lordschaft. Eine Nachricht vom Emir. Ich schlage vor, ihr solltet besser etwas gegen eure unangenehme Anwesenheit tun. Warum muss ich das machen? Du hast doch ein Problem damit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wohin gehen wir? Und los, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Allzeit bereit. Oh, wir haben keine Holzfäller mehr. Oh. Ich vermisse die Boys. Aber jetzt sind wir an den Punkt angekommen, in dem wir einfach alles zerreißen, was da draußen steht, glaube ich. Wutz. Tut mir leid, aber nein. Da die mir aber langsam ein bisschen nah rankommen, werde ich hier doch ein bisschen verstärken. Und apropos, ich hätte gerne wirklich mal noch ein paar Steine, um mir dann mal Treppen hier hoch zu machen. Das soll helfen, habe ich gehört. Nope. Da kommt der untere Emir, sehr gut. Nach dem Angriff... Naja, ist der Angriff vorbei. Und dann greifen wir an. Ah! Jawohl. Ah, jetzt kommen sogar die ersten europäischen Schwert-Teams. Zur Stelle! Wir geben unser Bestes. Okay, alles kann gar nicht besetzt werden. Wunderbar. 3, 4, komm, ihr sammelt euch jetzt mal mit hier drüben. Ihr habt nicht genügend Güter. Stimmt, ich habe ja gar keinen Stone at Home bekommen, schon seit ziemlich lange Zeit nicht. Ein erträglicher, Achtung! Ey, meine schönen Jäger, meine überproduktiven. Ey, okay, ab den... Jetzt kommen die Störkatapulte. Nee, der hat seine... Wollt ihr eigentlich hin? Der hat seine Belagerungsgeräte unten hingezogen. Ist ja gemein. Wir geben unser Bestes. Harnisch, tralalalala. Achtung! Nein! Bitte sehr! Ein erträglicher Verlust. Okay, es wird Zeit für den Gegenschlag. Vorwärts! Bereit, eure Lordschaft! Zur Stelle! Auf den Weg! Speichern! Ich meine, vielleicht unter Umständen könnten wir hier mit Feuerballisten was aufstellen. Zur Verteidigung. Aber jetzt bin ich schon in der Offensive. Und geldtechnisch, klar, könnte es noch viel besser aussehen, dass ich dauerhaft spammen kann. Aber ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich spiele kein Holz mehr. Sag mal, ich schenke das weg. Help! Nicht genügend Gold. Okay, bei der Anzahl. Genügend Güter. Was wundert's mich? Und los! Maulei! Macht mir mal ein bisschen was weg. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Sire, im Lauf euer Gnaden. Ein unmögliches Ziel. Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, bitte. Oh, hi. Eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Ist jetzt der Angriff erst abgeblasen worden quasi? Aha, interessant. Und Marsch! Zur Stelle!
Was soll konstruiert? Okay, dann gucken wir mal, was wir hier zusammenbekommen. Speichern. Was wünscht ihr? So schlechte Karten sollte ich gar nicht haben. Achtung! Unser Werkzeug ist bereit. Konstruieren. Ey, das Zerquetschen, das ist so übel. Vorwärts! Gebt uns eine Liste. Eine Liste. Bereit können wir helfen. Lagerungsgeräte bemannt. Waffen geschultert. Hä? Haben meine arabischen Schwertkämpfer haben ihren Quickslot verloren. Toll. Alter Falter. Ja, aber ich krieg gerade richtig viel ausgeschaltet. Auch sehr viele arabische Schwertkämpfer hier noch, die näher kommen und gefährlich werden wollen. Trotzdem ist das so übel, was die einem zerquetschen, ey. Einmal Quetschus Maximus hier. Bitte aufmachen, danke. Ich meine, da jetzt mit einem Belagerungsturm drauf und dann ganz viele Armbrustschützen drauf zu packen, wäre schon eine Idee. Ja, so geht's auch. Ihr seid die Nachricht vom Emir. What? Okay, jetzt kriege ich mal die gesamte Lasagne da zerhäckselt. Und jetzt ist ja ein richtig schöner Blob, der da eigentlich in einer Tour durchfahren sollte, solange er nicht schüttet. Aber ich glaube, er hat keinen Schütter hier oben, oder? Ich sehe keinen Baumeister, der einen Pechbottich hat. Das sollte eigentlich eine gemachte Sache sein. Eine gesagte Mache. Jawohl! Das wird... Oh, da ist einer zum Schütten. Shit, zurück. Und jetzt wieder ran. Ja gut. Okay. Das lief. War zwar relativ knapp, aber es ging. Ich gehe mal wieder nach Hause. Tschüss. Jetzt haben wir auch ein bisschen mehr Ruhe. Ich hatte auch schon mal besser ausgeschaut. Das ist ja doch gerade ziemlich gestapelt, alle. Oh, eine Rüstung, wie süß. Und weg ist sie. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr habt nicht genügend Gold. Ach komm. Lass die doch nach Hause gehen. Die kommt gerade von einem stressigen Arbeitstag. Okay, dann eben nicht. Krieg ich da was? Eine Nachricht vom Emir. Meine Dattelfelder vertrocknen. Meine Kanäle werden immer dürrer und ihr. Ganz ehrlich, die Baumeister haben jetzt nicht so viel gebracht. Jetzt haben wir hier zwei Mann direkt frontal. Eine Nachricht vom Emir. Heißer Regen. Was für ein Kampf. Ich hab doch bei dir gar nichts gemacht. Du hast meine paar Schwertkämpfer da abgewehrt, die nach Hause gehen wollten. Ja, super. Glückwunsch. Kannst du deinen Lebenslauf schreiben, wenn du stolz drauf bist. Es werden Waffen benötigt sein. Emir. Lauert gerne kriegsmüden Truppen beim Nachhausegehen auf. Speichern. Ganz mutiger bist du. Ein erträglicher Verlust. Und los! Ich mach mal den Holzfäller da oben hin. Vielleicht reicht es, dass der hier die Bäume noch weit genug in Ruhe lässt. Ein erträglicher Verlust. Ne, ich bleib dabei. Das Stein kann mal schön da bleiben, wo es ist, und das Eisen. Aber ich hätte gern das ganze Holz, was hier ist. Das wäre saftig. Und vielleicht ein paar Farmplätze. Warum nicht? Will ich lieber nachkaufen. Ich nehme meine Holzfällerbrigade gerne zurück. Und das bedeutet, ich möchte gerne die Webkontrolle ausweiten. Bevor ich den Emir jetzt finische. Und bevor ich darauf zuarbeite, ihn zu finishen, kann ich ein bisschen auf Map-Control spielen und mal den Bereich hier zumachen. Für mich. Achtung! Wir benötigen Gold. Dann machen wir einfach eine Art Belagerungsring. Sire. Das steht hier noch mit Armbrustschützen. Das ist schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Jetzt ist er mit seinen...
Waffen geschultert. Deswegen geht mir auch immer wieder die Pechgrube kaputt. Die KI weicht da echt aus in die Richtung. Gar nicht so anstrengend, das alles. So haben die doch garantiert auch. Bereit, eure Lordschaft. Da letztens meine Söldnerfarm. Meine Söldnerfarm vor allem, ne? Mein Söldnerposten zerstört. Gold, um diese Einheit auszubilden. Ihr habt nicht genügend Gold, ihr habt nicht genügend Güter. Euer Gnaden. Zur Stelle. Ziel ist notiert. Achtung! Und Marsch! Ich meine, mit Schilden wäre ich am besten. Obwohl, ja, durch die Mangen wird es trotzdem schwierig, aber ja. Ganz ehrlich, solange die Katapulte da sind, ich mache da keine neuen Angriffstruppen, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt ausnutzen. Ich mache sowieso einen Belagerungsring. Und dann können wir eigentlich auch mit Tribocken ein bisschen schießen und so. Und ihn aushungern. Machen wir es mal so. Statt nur zu stürmen. Im Laufschritt. Wir sind ja ganz gut in der Zeit jetzt mal ausnahmsweise. Und eine Nachricht vom Emir. Beim Donner. Was für ein Unheil. Wir machen uns auf. Was für ein Unheil. Wir machen uns auf. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir brauchen viel Holz für meine neue Holzproduktion. Los, fällt ihr es mir. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Größte Herrscher. Ich bin Zweiter. Ihr habt nicht genügend Güter. Ihr das habt nicht genügend mich, ja. Güter. Waffen geschultert. Wie können wir helfen? So, tut mir leid. Aber wir machen jetzt hier mal einen Belagerungsring. Belagerungsgeräte. Bereit, eure Lordschaft. Welche Stronghold würde eine Möglichkeit bieten, dass man eine Trutz bauen kann? Man kann ja so eine Trutzburg. Aber irgendeine Befestigungsanlage zum Belagern des Gegners. Zur Stelle. Aber gut, okay. Man sollte ja nicht alles wollen. Aber ich will eine Trutz. Euer Gnaden. So, ich glaube, die Gegner kommen eh nicht von der anderen Richtung. Von der Richtung gehen wir mal in die Richtung. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Weil er keine Ballisten hat. Balliste, bereit, my Lord. Kann er mir das nicht wirklich snipern, was ich hier habe? Was soll konstruiert werden? Ich guck mal, dass ich mit Tribocken will. Katapulten beschießen, ne, das kostet zu viel Stein. Ich hätte gerne ein Präzisionswerkzeug. Was wünscht ihr? Das nicht präzise schießen kann. Ja, wohl, da fehlt nicht viel. Achtung! Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Es werden Waffen benötigt, Sire. Sobald jetzt kommt die Holzkarawane. Also Holzprobleme gehören der Vergangenheit an. Ihr könnt auf uns zählen. Achtung! Und los! Rücke aus! Konstruieren Belagerungsgeräte. Wie das ohne zurückgeschossen zu werden? Tribok, sieht so aus, ja nice. Berechnet. Balliste bereit, my Lord. Balliste bereit, my Lord. Waffen geschultert. Da müssen wir es natürlich bereit, reinstecken. In Steine. Speichern. Aber ist okay. Eben das eine wie die Steine. Das kaufe ich gerne ein. Tribok bereit, Sire. Verlassen Belagerungsgeräte. Zeug ist bereit. Wir benötigen Gold. Ich warte auf den nächsten Tick. 3 Jahre später. Ich glaube, ich habe vergessen, die Steuern hochzustellen. Tribok bereit, Sire. One eternity later. Tribok bereit, Sire. Ist berechnet. So, machen wir mal die beiden Mangen weg. Dann brauchen wir einfach noch mehr Armbrustschützen. Ihr habt nicht genügend Güter. Aber mir kratzt der Hals den ganzen Tag schon. Ich weiß nicht warum. Ja, nicht, dass ich krank werde. Nachricht vom Emir. Nicht so kurz vor Weihnachten und Silvester, aus meiner Sicht. Ihr greift mich an. Langsam fühle ich mich dazu gezwungen, etwas. Ich wollte schon fast die Steine verkaufen. Ich wollte es schon fast tun. Ich sag's euch. Wenn das da vorne weit genug geschwächt ist, könnte ich anzünden. Mit genug Feuerballisten, wenn ich da einmal gut reinsense. Oh, hi. Wo kommt denn ihr her? Vielleicht soll ich den Belagerungsring doch nach unten ausziehen, wollte ich schon sagen.
Es werden Waffen benötigt sein. Achtung! Rücke aus! Tribok bereit, Sire! Flugbahn ist berechnet. Also sobald die weg sind, soweit. Flugbahn ist berechnet. Kann ich dann halt auch wirklich hergehen? Wuff, wuff. Es werden Waffen benötigt. Das ist die Aussage. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt. Und los! Ein guter Marsch. Na dann mal wirklich mit Feuerballisten hin, da mal reinsensen. Sklaven wird schwierig, gut durchzukommen. Ich glaube, ich muss das mit Feuerballisten machen, wenn ich ihn anzünden will. Okay, speichern wir mal. Weiter. Speichern. Tribok bereit, Feuerballiste bereit, my lord. Da kaufen wir doch mal ein paar Harnische. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir brauchen Ballisten. Kartenhaus. Sire. Waffen geschultert. Reiz, eure Lordschaft. Konstruieren Belagerungsgeräte. 6 Stück ist eine ganz gute Zahl. Eine Trägerverlust. Flugbahn ist berechnet. Das Vorratslager ist zur Stelle. Ihr seid der Zweite. Dieses Gerät brauchen wir mit. Achtung! Flugbahn ist berechnet. Alle mal in die Richtung. Los, sag mal. Ich müsste doch mehrmals meine Einleitung einsprechen, was mir jetzt mal die Stimme verzogen hat. Speichern. Balliste bereit, my lord. So, einmal schön ran. Und einmal schön abkurkeln, bitte. Sire. Nee, ihr könnt ruhig weiter kaputt schießen. Ist berechnet. Waffen geschultert. Wackelig wie ein Kartenhaus. Ist hochgekurbelt. Balliste bereit, my lord. Ein unmögliches Ziel. Na. Wie schnell das halt auch wieder aufbaut. Die KI darf da aber auch immer schummeln. Die darf immer gut. Ich weiß nicht, das ist glaube ich sogar weit genug weg, dass auch der Spieler noch was aufbauen dürfte. Aber nichtsdestotrotz. Bis hierhin bin ich aber noch ungestört am Schießen. Zur Stelle. Das ist natürlich interessant zu wissen. Dann gehe ich mal ein bisschen vor mit meinem Belagerungsring. Und die Waffenkammer ist voll. Konstruieren Belagerungsgeräte. Da brauche ich da gar nicht darauf drauf zu schießen. Die hinteren Mangen mischen sich bis dahin nicht ein. Und ich kriege ja einfach mal alles weg, was mich stört. Und dann habe ich alle Zeit der Welt, das hier alles kaputt zu machen. Wie Flugbahn ist eine Nachricht vom Emir. Ah, jetzt schießt der da hinten. Okay, wir müssen ein bisschen in die Richtung ausweichen. Er hört irgendwie nicht auf zu schießen. Oh, okay, das waren jetzt eigentlich ein paar Querschläge. Das war nicht mal geplant, aber es hat funktioniert. Ich würde mal sagen, angezündet ist angezündet. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir haben nicht genügend Gold, my lord. Eine trägliche Sire. Kommt einmal weiter vor. Im Laufschritt. Wir haben noch was zu tun. Liste bereit, my lord. Unmögliches Ziel. Achtung! Ihr habt nicht genügend Güter. Das Vorratslager ist voll, my lord. Es werden Waffen benötigt. Ach du lieber Zeit. Okay, jetzt muss ich mir wirklich kurz verkaufen. Euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Es oh, das, die schießt an sich wegen dem Schusswinkel irgendwie nicht, ne? Es werden Rekruten. Ich soll mich nicht beschweren. Es werden Rekruten benötigt sein. Mir soll es recht sein. Balliste bereit. So solle er nicht meckern. Von hier aus kann ich schön in Ruhe den Rest kaputt machen. Oh nice. Bereit, eure Lordschaft. Ist hochgekurbelt. Mal grob reinschießen. Ja, mach mal weiter, dann kriegt ihr auch den Brunnen kaputt. Dann wird das so schnell auch nicht gelöscht. Yay! Zur Stelle.
ankurbeln. Diese Emil lässt sich nur von da hinten mit dem Belagerungsturm anfahren. Okay. Das war jetzt langweilig schnell gelöscht. Bitte nochmal. Darf ich das nochmal sehen? Yay! Und los! Und ich könnte mal Nahkampfinfanterie brauchen. 6. Maulei! Wir benötigen Gold! Ihr habt nicht genügend Güter. Maulei, Maulei. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wir benötigen Gold. Maulei oder nicht Maulei? Das ist hier die Frage. Wie können wir helfen? Konstruieren Belagerungsgeräte. Eine Nachricht vom Emir. Nein! Ihr greift meine Burg an, ihr greift mich an. Langsam fühle ich mich dazu gezwungen, etwas dagegen zu unternehmen. Aber auch nur so langsam, Emir. Ist okay. Lass dir Zeit. So, ihr könnt mal aufmachen. Weil auf diese Weise ist dann offen. Danke, danke. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich stelle mir mal vor, wie ich es genau zu solchen Augenblicken, wenn ich immer so einen Spruch mache, dass das so eine Preisverleihung übergeht. So, dir denn. Und der diesjährige Preis für logische Schlussfolgerung geht an Odwin. Und so einfach so eine Halle mit so 300-400 Leuten, alle fein angezogen wie bei den Nobelpreisen. Ich gehe da so vor mit Jubeln. Dankeschön, danke. Okay, ja, was ich sagen wollte. Wenn die offen ist, dann haben die Leute hier eine schöne Sichtlinie. Und dann werden die mal zerschossen. Das ist gut. Oh, oh, das Feuer kam jetzt echt gut. Jetzt geht's bis hier raus. Oh, das Feuer war nicht gut. Ah, oh. Okay. So, ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Sammeln wir noch ein paar Schwertis dazu. Seine Truppen gehen südwärts. Ich glaube, jetzt kann ich mal hoch. Die Truppen sind wahrscheinlich auch geschwächt genug von ihm, dass ich das jetzt in einem direkten Duell regeln kann. Also im Vergleich zu den anderen Missionen, bei dir. Außer ich zünde meine eigenen Truppen an, dann geht's natürlich nicht. Aber ja, ja, ich glaube, das könnte noch klappen. Ja. Also im Vergleich zu den vorigen Missionen war die jetzt um einiges leichter. Selbst komplett ohne Ressourcen. Aber hey. Immerhin wartet jetzt ein besseres Leben auf mich. Das Vorratslager ist voll. Wir sind siegreich, Sire. Was haben wir denn an Geld verdient? Eigentlich ein Bruchteil von den Emiren. Aber wir hatten auch nichts. Wir hatten nichts. 0040. Selbst Stone and Tone waren die beiden besser. Aber Waffen. Waffen waren das Ding. Waffen waren die Sache. Okay. Dann sehen wir uns bei Vater Morgana. Alleine gegen den Nisa. Seht ihr was? Moment mal, halt, halt, halt. Oh mein Gott. Es gibt Eisen und das ist... Ne, das ist keine Falle oder sowas. 3 Eisenminen. Eure Beliebtheit sinkt. Ernsthaft, 4 Eisenminen. Bei einem 1 gegen 1, wo ich es wirklich nicht bräuchte. Da kriege ich das Zeug jetzt. Okay, gut. Ich will mich nicht beschweren. Hier könnte ich... Also hier, das, ganz ohne Scheiß, genau solche Missionen sind es, wo ich dann wirklich mal versucht bin, eine kompakte Burg zu bauen. Okay, Stein haben wir nicht wirklich da vorne. Wir müssten das ein bisschen schützen. Aber ich könnte hier wirklich eine schöne kleine Burg bauen. Mit Außenwirtschaft, ein kleines bisschen Außenwirtschaft hier einfach dran. Und den Eisenminen. Und dann habe ich doch wenigstens habe ich eine Wirtschaft, die auch mit kompakter Burg läuft, ohne dass ich jetzt eine riesige Bäckerproduktion oder Waffenproduktion machen kann. Alleine diese 3 Eisenminen könnten mich ganz gut mit Standardressourcen versorgen. Mit den Steinen müsste ich natürlich gucken, dass ich die am Anfang vielleicht verteidigt bekomme. Aber es ist dann die Saar. Und wir haben... Verbündet. 7. Ich meine, er wird uns auch schnell angreifen, aber 7.000 Steine, die müssen uns ja fast zu schön wahr zu sein. Sind wir in einer anderen Welt? Würde das vertauschen? Das sollte die Mission für 51 sein, nicht 61? Das ist Wahnsinn.
Aber gut, okay. Ist einfach, ist wie gesagt, dem Spiel geschuldet. Firefly hat da komische Sachen gemacht mit dem zweiten Kreuzzugmarsch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal bei Vater Morgana. Bis dahin. Bye-bye.